Hi, ich bin Nico von Sansaro Media und möchte euch heute die DOT 2 on-PC Lichtsteuerungssoftware vorstellen. Das ist eine Software, die normalerweise auf dem DOT 2 Lichtmischpult von Emma Lightning zum Einsatz kommt. Die Firma war freundlich genug, die Software gratis im Netz zur Verfügung zu stellen. Und mittlerweile kann man tatsächlich auch ein ganzes Universum, das heißt also 512 DMX-Kanäle von jedem Rechner aus, der diese Software spielt, über ein Ethernet DMX-Node ausgeben und tatsächlich im Prinzip von seinem Privatrechner eine Lichtshow steuern mit dieser grafischen Oberfläche. Sehr nett also. Im Prinzip haben wir auch die Funktionalität des Pults in dieser Software relativ gut wiedergegeben. Das Lichtpult, die DOT 2, hat zwei Bildschirme hier oben. Dann ein Buttonwing, wo man im Prinzip seine ganzen Befehlsknöpfe hat. Und ein Faderwing, das heißt also einen Bereich mit Schiebereglern, wie man den auch von einem normalen Lichtsteuerpult kennen würde. Gut, was brauchen wir, um so eine Software zu benutzen? Wir brauchen erstmal eine Show. Eine Show ist im Prinzip die Gesamtheit der Lampen und Szenen und Sequenzen, die ich so abgespeichert habe, um ja, irgendeine Veranstaltung zu betreuen, lichtmäßig. Gut, wir gehen dafür einmal auf Backup und sagen, wir wollen eine neue Show laden. Wir nennen diese Show jetzt ganz einfach mal Testshow. Ich glaube, die war gerade eben schon auf. Ist aber egal, machen wir ganz einfach. So, jetzt haben wir eine neue Show. Für diese neue Show brauchen wir jetzt natürlich Lampen. Um es leuchten zu lassen, braucht man gemeinhin Lampen. Dazu gehen wir hier auf Setup. Dann geht ein Menü auf, wo wir relativ viele Einstellmöglichkeiten für dieses Pult haben. Uns interessiert jetzt aber die Patch and Fix der Schedule. Das ist die Liste der Lampen, die wir für unsere Veranstaltung verwenden. Dann geht hier dieses Menü auf, wo wir auch verschiedene Funktionen haben. Wir sagen jetzt hier Add New Fixtures, denn wir wollen ja Lampen hinzufügen. Dann geht ein weiteres Menü auf, wo wir uns jetzt verschiedenste Lampen aussuchen können. Vorgeschlagen wird hier direkt schon mal ein Dimmerkanal, also ein ganz handelsüblicher, eine ganz handelsübliche Lampe. Kann alles sein, was man über Strom dimmen kann. Dann haben wir hier weitere Vorgaben, wie zum Beispiel LEDs. Ich möchte mich heute allerdings ganz gerne mit bewegtem Licht auseinandersetzen. Deswegen gehen wir nochmal auf Add Fixtures, Select Other hier und bekommt jetzt hier eine Übersicht über so ziemlich alle namhaften Lampenhersteller, die es gibt. Unter deren Namen wir so ziemlich alle Lampen finden, die die jemals rausgebracht haben. Man hat hier oben auch ein Suchmenü, damit geht es ein bisschen schneller. Ich werde der Einfachheit halber jetzt ganz einfach mal ein QWO auswählen. Sobald ich QWO schreibe, dann geht von Clay Parkey der AlphaSpot QWO 800 an. Das ist ein Moving Head in Spot-Charakteristik. Wir haben hier verschiedene Variationen der Lampe, das heißt also Modi, in die man die Lampe stellen kann. Wir nehmen heute ganz einfach mal den Standardmodus und Lamp On. Das heißt, ich muss keinen Befehl vom Pult ausgeben, um das Leuchtmittel der Lampe zu zünden. Die Lampe zündet das Leuchtmittel automatisch, wenn ich sie anstelle. Wir sagen jetzt einfach mal, das wäre schon passiert. Okay, unsere Lampe. Davon geht ein weiteres Menü jetzt auf, wo wir sagen können, wie viele von diesen Lampen wir importieren wollen. Ich würde sagen, wir nehmen ganz einfach mal 4. Wir können zur Einfachheit, damit wir die Lampen hinterher in einer komplexen Show vor allem finden, eine ID vergeben. Das ist immer eine ganze Zahl, die man hinterher über den Buttonwing unten auch eingeben könnte, um die Lampe schnell anzuwählen. Wir sagen einfach mal, ID1 ist okay, denn das sind die einzigen Lampen, die ich jetzt hier habe. Wir können die Lampen benennen. Sie stehen hier als ASQ800S. Wir nennen die jetzt ganz einfach mal unseren Spot, denn nichts anderes sind diese Lampen mehr. So, und dann haben wir unten den Patch, das heißt also eine Zahl, ein Punkt und eine Zahl. Die erste Zahl ist das Universum, das heißt also der Bereich von 512 DMX-Kanälen. Und innerhalb dieser 512 DMX-Kanäle nach dem Punkt kommt die Zahl, das heißt also die Adresse der Lampe. Wenn ich jetzt 4 Lampen gewählt habe, die haben, das haben wir eben gesehen, ich glaube um die 25 DMX-Adressen, wird er die Lampen jetzt gleich so einpatchen, dass das auch schon passt, dass die alle verschiedene Adressen haben und wir sie auch im Zweifelsfall einzeln anwählen können, um sie individuelle Sachen machen zu lassen. So, also sagen wir okay. Dann sehen wir hier, er hat die Lampen eingepatcht. Und zwar die erste Lampe mit der Adresse Universum 1001, also DMX-Adresse 1. Die zweite kommt jetzt hier bei, was ist das, 33? Genau, bei 33. Und so weiter. Also haben die Lampen alle ihren eigenen DMX-Bereich und können individuell voneinander agieren.
J, die haben wir drin. Also sagen wir dann. Jetzt fragt er mich, ob ich an dieser Liste noch irgendwas machen möchte oder so speichern möchte. Ich sage, speicher es bitte alles so. Und jetzt haben wir hier unsere vier Lampen und können anfangen zu spielen. Zuerst würde ich sagen, wir machen uns einmal eine Anwahl von den Lampen. Die sind jetzt hier noch grau unterlegt. Wenn ich die Lampen anwähle, das sieht man, werden sie gelb unterlegt. Ich wähle die Lampen gerade in Reihenfolge an. Das ist für später wichtig. Die Reihenfolge, in der man Lampen anwählt, sind entscheidend für eine ganze Menge Funktionen, die später kommen. Da werden wir uns heute nicht drum kümmern, aber man sollte es mal im Hinterkopf haben. Ja, ich habe die Lampen angewählt und möchte diese Anwahl jetzt ganz einfach speichern. Und dann gehe ich hier runter, nachdem ich die Lampen angewählt habe, und drücke auf Store. Dann hier auf Groups, denn ich habe jetzt gerade eine Lampengruppe erstellt und möchte diese ganz einfach auf diesem Feld hier ablegen. Die legt er ab. Jetzt fragt er mich, wie ich das nennen kann. Ich sage ganz einfach mal Spot All. Das heißt also, dass in dieser Anwahl alle Spots direkt mit einem Klick angewählt werden. Genauso kann ich jetzt zum Beispiel hingehen und sagen, ich möchte die mit den ungeraden Zahlen an als eine Gruppe definieren. Sage Store, gehe auf unsere 2 und sage hier Spot Odd. Das heißt also die ungeraden Zahlen der Spots, und hätte das hier jetzt genau in der Schnellanwahl. Kann alle auswählen oder ich kann einfach nur die ungeraden auswählen. Genauso kann ich jetzt natürlich die geraden Zahlen auswählen. Das ist das Gleiche. Das Ganze nennen wir Spot Even. Und jetzt hätte ich hier die Lampen mit gleichen Zahlen, ungleichen und geraden Zahlen. Okay, ich möchte jetzt aber gerade mal noch alle Lampen anwählen. Wir sehen jetzt hier, wenn ich die Lampen anwähle, dass ich hier das Menü weiß unterlegt wird, diese Werte hier anfangen zu leuchten. Das sind die Funktionen, die die Lampe hat. Wir haben hier einmal einen Dimmerwert von 0 auf 100, das heißt also, wie hell die Lampe leuchten soll. Wir haben einen Positionswert in horizontal-vertikal. Wir können Gobos vergeben und hier werden auch gleich schon die Gobos angegeben, die in der Lampe tatsächlich verbaut sind. So gut ist die Bibliothek von der Software hier. Dann haben wir eine Farbanwahl. Wir können den Beam shuttern, das heißt also eine Art Stroboskop über einen Shutter fahren lassen oder eben dann auch einen Shutter vielleicht zufahren, um die Lampe damit zu dimmen. Dann haben wir hier einen Fokus, das heißt also einmal, wie breit der Lichtkegel sein soll unter dem Zoom und dann, wie scharf er abgezeichnet werden soll. Wir haben es hier mit einem Spot zu tun, der kann das. Hier unten wäre die Control-Funktion, damit könnte man zum Beispiel jetzt ein Leuchtmittel anschalten, wenn man das bei der Lampe nicht eingegeben hat, dass die das Leuchtmittel selbst entschaltet. Okay, wir haben unsere Lampen nach wie vor angewählt und sagen jetzt hier unten, beim Dimmerwert, wir könnten ihn jetzt per Hand hochziehen oder wir sagen ganz einfach auf der numerischen Tastatur hier unten add. Das ist das Kürzel für diese Lampe bitte voll anmachen. Add. Also der Alpha-Spot add 100%. Bei 100%. Oder add heißt es dann direkt. Gut, damit hätten wir jetzt im Prinzip den ersten Wert für diese Lampe. Sie geht an. Das können wir uns direkt mal irgendwo auf einen Fader hier unten legen. Wir sagen also, dass diesen Wert, also diese Lampen mit diesem Wert add volle Suppe, abgespeichert auf diesem Executor. So. Wenn wir jetzt mal gucken, und wir können jetzt erstmal alle Anwahlen und Werte, die wir ausgegeben haben, über die Clear-Taste wieder abwählen. Wir haben hier jetzt unsere erste Szene abgelegt. Sagen also Clear. Damit werden die Lampen abgewählt und alle Werte aus dem Programmer gelöscht. Wenn ich jetzt hier, da wo wir unseren Cue, die Szene gerade abgespeichert haben, den Fader hochziehe, sehen wir auch schon auf der rechten Seite hier oben, die Lampen gehen an. Sehr schön. Damit können wir die Lampen jetzt von unserer Software aus an- und ausmachen. Wir wollen natürlich noch ein bisschen mehr machen. Insofern würde ich sagen, wir gucken jetzt mal, dass wir die Kollegen ein bisschen bewegen. Ich wähle meine Lampen wieder an, gehe hier auf die Position. Und jetzt können wir uns das einfach machen. Wir könnten im Prinzip jetzt mehrere Szenen schreiben mit verschiedenen Positionswerten und dann hinterher eine Sequenz draus machen, dass die Lampen zwischen den verschiedenen Positionen hin und her fahren. Man kann es sich auch ein bisschen einfacher machen, indem man sagt, man nimmt die Positionswerte und verleiht denen einen Effekt. Da würden wir diese Effekt-Taste hier anwählen und bekommen jetzt für die Position der Lampen verschiedene Effekte angeboten, wie zum Beispiel einen Kreis, den werde ich jetzt direkt mal anwählen. Dann bekommen wir hier mehrere Einstellmöglichkeiten für diesen Effekt. Also es passiert jetzt gerade schon was, die Lampen bewegen sich in einem Kreis nach verschiedenen Parametern. Das hat mit der Effektgröße zu tun, der Geschwindigkeit, wie schnell sie laufen, in was für einer Phase die Lampen voneinander laufen und wie breit der Effekt ist. Das ist ein Thema für ein weiteres Tutorial. Es geht gerade erstmal nur darum, die Lampen sich bewegen zu lassen.
Wir können hier aber auch die Art und Weise, wie die Lampen ausgewählt sein sollen für diesen Effekt, ändern. Das sollte man sich aber mit einer Visualisierungssoftware am besten selber angucken. Da wird man da etwas schlauer. So, dieser Effekt läuft und den möchte ich jetzt auch gerne abspeichern. Das werde ich tun, indem ich sage, ich habe meine Lampen angewählt, einen Effekt eingestellt. Wir sehen auch hier, dieser rote Streifen heißt, ich habe für die Position der Lampen einen Wert eingestellt. Den werde ich jetzt wieder mit der Store-Taste speichern und zwar auf diesem Knopf. Wir sehen schon, dieses Zeichen hat sich verändert. Das ist jetzt von einem Play-Zeichen zu einem Toggle-Zeichen geworden. Das heißt, ich kann diesen Knopf an- und ausschalten. Das sehen wir jetzt sofort, wenn ich diese Lampe, das Menü einmal wieder schließe. Also clear, clear, clear. Wir haben ja alles gespeichert. Hier haben wir unsere Lampen jetzt wieder. Ich kann sagen, ihr sollt über den Fader an- oder ausgehen. Und wenn ich jetzt diesen Toggle-Switch berühre, dann seht ihr vielleicht hier, na, man kann es vielleicht nicht besonders gut erkennen, aber hier fangen gerade Zahlen an zu zählen, automatisch. Das sind einmal die Pan- und Tilt-Werte für diese Lampe, die jetzt gerade über diesen Effekt in einer gewissen Geschwindigkeit hin und her laufen und die Lampe einen Kreis machen lassen. Das heißt, ich kann unsere Lampe jetzt anmachen. Jetzt leuchtet sie und bewegt sich in einer Kreisbewegung. Zumindest so lange, bis ich diesen Knopf, diesen Toggle-Switch hier nochmal berühre. Damit wird der Effekt abgeschaltet und die Lampe wird wieder in ihre Grundposition gehen. Das heißt, nach unten leuchten oder nach oben leuchten, je nachdem. Ja, insofern kann ich jetzt hiermit eine Lampe aus- und anmachen und ich kann sie sich bewegen lassen. Man hätte jetzt noch diverse andere Möglichkeiten, zum Beispiel Farbwerte einzugeben und die hintereinander zu legen. Man kann sich dann auch Chaser bauen, dass die von selber wechseln mit verschiedenen Überblendzeiten. Und die Möglichkeiten sind eigentlich schier unbegrenzt. Es lohnt sich, das auszuprobieren, bestenfalls auch mit einer Visualisierungssoftware. Die kann man sich auch gratis laden, dann kann man tatsächlich in 3D sehen, was man macht. Ist ein bisschen arbeitsaufwendig, aber definitiv eine lohnende Angelegenheit. Man kann theoretisch zumindest wirklich komplexeste Lichtinstallationen über so eine Software planen und auch realisieren und wird vom Hersteller für umsonst angeboten. Also das ist eine lohnenswerte Angelegenheit. Mir ging es erstmal nur darum, die Grundlagen zu erklären und ich hoffe, das ist soweit gelungen. Insofern würde ich sagen, frohes Schaffen und man sieht sich irgendwo da draußen. Macht's gut.